Miteinander. Seht ihr wieder gut aus? Willkommen bei Virus. Was bei uns im CD-Gestell steht, zeigt extrem viel über uns aus. Und darum fragen wir jeden Freitagabend hier bei Virus einen Mensch, was er so lässt. Kurz und heftig. Das gibt's heute. Unser Gast heute kommt ursprünglich aus Bern, lebt mittlerweile in Berlin, ist aber eher Weltenbürger. Immerhin hat er mit seiner Truppe schon auf vier, wenn man ganz genau schaut, sogar auf allen fünf Kontinenten Konzert gespielt. Riding out in a boat, bareback through the valley. I know the answer, it's false or true. I memorize every word you say. Who is Google anyway? So einen sympathischen und talentierten Diktator hat die Welt noch selten gesehen. Herzlich willkommen bei Virus, frisch zurück von der USA-Tournee. Der Kopf von Bonaparte, der Tobias Jontz! Hallo! Oh, Bobby! Hi! Du siehst blendend aus. Ja, in mein Geschenk. Ja, in mein Geschenk. Du darfst gerade dich hinsetzen. Ja. Willkommen. Du hast noch etwas zu trinken mitgenommen? Ja, möchtest du ein bisschen von meinem kalten To-Go-Kaffee? Du bist ein bisschen jetlagged, habe ich gehört sagen. Ja, das ist wirklich kalt. Sirup hat es dann viel mehr Durst. Ja, lustig ist zum ersten Mal in meinem Leben. Früher nicht, aber das ist vielleicht das Alter, ich weiß es nicht. Geschenk. Ah, nur. Der Koffer. Ja, das Geschenkli. Also, ich habe mitgebracht. Für eine freche Geschenk. Gib. Oh. Nein, mit. Ey, Bonaparte Hoodie. Mit den Ohren. Ein Schneehase. Oh, also ich würde mal sagen, der Andi tut den mal anprobieren. Achtung, ich schmeiß schnell, ja. Kannst du fangen. So. Ist das offizielles Merchandise von dir? Das ist offiziell, das ist normalerweise schwarz und rot, glaube ich. Okay, und da hülle ich mich mal dran. Ich denke für dich, mit dem weißen Hemdli. Für den whitest boy alive. The whitest boy alive. Kann man sich natürlich ergattern, genauso wie alle anderen Sachen. Der Lieblingspulli vom Greis, den wir letzte Woche bekommen haben zum Beispiel. Im Sommer wird das alles verlost auf virus.ch. Ich hoffe, für einen guten Zweck. Hast du eigentlich irgendetwas, wenn du in die Schweiz wieder mal zurückkommst, was du immer machst, was so dazugehört? Grätzenkäse kaufe ich im Migros. Der Käse ist das, was man vermisst, wenn man, wenn man im Ausland lebt. Ja. Andi steht das sehr gut. Ja, ich kann alles tragen. Warnung für die da draußen. Kauft nicht blind drauf los, es ist wegen mir, dass es so gut kommt. Aber wenn ihr zumindest auch ein Stück Bonaparte wollt, wenn ich hier habe, dann könnt ihr das machen. Ihr könnt nämlich Antworten vom Tobi da direkt aus dem Studio über, wenn er uns Fragen schickt, und zwar über Twitter. Benutzt den Hashtag VirusTV oder geht auf virus.ch. Dann könnt ihr mit mir chatten, live hier im Studio. Und auf virus.ch gibt es auch den Mojo-Meter. Dort könnt ihr, wenn euch der Mann hier bei uns auf dem Sofa gefällt, aufs Plus klicken und Emsis Mojo in den Himmel klicken. Tobi, wir hören heute in den Sound rein, der dich geprägt hat. So lernen wir Menschen kennen, jeden Freitag. Ich glaube, ich lerne mich selber kennen. Wir möchten aber zuerst, dass du dich so richtig, richtig wohlfühlst. Ich brauche eine Massage. Fast. Nicht ganz. Ah. Ich weiss, was du brauchst, dass du dich wohlfühlst, Tobi. Ich merke, die haben immer noch den Pulli. Kommt wahnsinnig gut. Mach mal etwas, so wie heisst es bei uns immer, wenn wir ein bisschen sehen wollen, was unsere Gäste also können machen können, wenn wir etwas aus dir rausholen wollen. Und du bist so ein Hansdampf in allen Gassen. Wir wollen von dir mal sehen, dass du so richtig relaxisch. Was du gerne hättest in deinem Leben, ist nämlich Zeit und das Meer. Und wir haben für dich hier eine ganze Lastwagenladung voll Zeit und voll Meer. Und bauen hier mal kurz. Und ein Sirup. Unser Studio. Kannst du das Sofa ein bisschen hinterher schieben helfen, Tobi? Ah. Ja. Wieso ist das Meer das, was dich so fasziniert? Ich glaube, es ist echt, weil es so endlos immer weiter wählt. Ich finde das unglaublich. Es ist ein bisschen wie mit dem Universum. Nur ich habe leider kein Raumschiff. Und darum tue ich mich mit dem Meer zufrieden. Aber es ist so. Willst du mir so die Palme holen? Ja. Du sagst, du fühlst dich so. Ei. Du sagst, du fühlst dich so klein neben dem Meer. Ja, das ist ja sehr angenehm. Was ist das Angenehme daran, wenn man sich klein fühlt? Da
dass man sich wieder so ein bisschen erdet? Oder? Ja, ich finde es echt angenehm. Wann warst du das letzte Mal am Meer? Ja, in Amerika 500 Mal. Das ist ja, kommst ja immer irgendwo, wenn es nicht weitergeht, kommt immer Wasser. Und so, hast du es ein bisschen geniessen können? Also ich würde... ich kann eben die Stühle nicht aufstellen. Das gemütlichste Studio, das ich je hatte. Ich glaube eben auch. Und du sagst, du bist schon länger nicht mehr mehr gewesen. Das ändern wir jetzt. Wir hätten nämlich gerne ein bisschen Meeresrauschen hier für die Atmosphäre. Andi, du musst mir helfen. Ich bringe das Ding. Kokosnüsse, die man kann. Ja, der Cocobello hat heute frei. Weißt du, der, der mal durchläuft und sagt: Coconut, Coconut. Oh. So. Ah. Ja, das muss so verdient sein, das Relaxen. Gut, also es wäre jetzt schon die Versendung, oder? Man sieht uns jetzt noch 20 Minuten hier. Brünen, Sonne. Fast. Du Anschnitt, wie recht, dass du mit dem hast. Nach der Arbeit, da soll auch ein bisschen das Vergnügen kommen. Wir sind ja, man sieht das hier bei Virus immer wieder. Wir sind Leute, die einfach schlecht können schnarren. Ich muss sagen, was ich schön finde, ist, dass die Sendung schon so ein gewisses Chaos in sich birgt. Das passt sehr gut echt zu meiner Art, wie ich mir zu deiner Art auch vorgehen. Nimmt uns aber Wunder, ob du auch anders kannst, wenn du schon sagst, dass ich so wichtig für dich zu relaxen. Wir sind einfach mal ruhig und geben dir ein bisschen Zeit, dass du dich völlig entspannst und wir sagen: Chillax mal, Bonaparte. Ich glaube, und damit hat Danik jetzt hast genau getroffen. So ich wollte sagen, damit hat Danik 50 Stutz gewonnen. Wir haben nämlich gewettet. Ich habe gesagt, es geht ganz sicher nicht, dass der Tobi eine Minute ruhig sein kann. Ich muss sagen, du hast so Millisekunden hast du in dem Fall geschafft. Wer hat es gewonnen? Danik. Nein, du hast gewonnen. Ich habe gesagt, er kann es nicht. Weißt du nicht, warum ich gewettet habe? Er hätte es ja nicht können. Aha, ich hätte jetzt aber, weil ich gleichzeitig angefangen hätte, gesagt, er hätte gewonnen. Ein Foto für unseren Fridge of Fame da hinten. Yes, das ist von ihm. Die Kamera geht langsam wieder an die Arbeit. Jetzt ist es vorbei mit der Ruhe. Ich tue dir auf den Schoß. Komm, genau. Posieren. Weil jetzt sind wir echt tief entspannt und können unsere musikalische Psychoanalyse mit dir anfangen. Ist gut, darfst schon. Und zwar bei deiner ersten CD, die du jemals gekauft hast. Ja, das ist der Schock. Der Schock, der hockt noch tief. Warum? Es war in dieser Zeit, wo... Oh, da noch ein bisschen führen. Das war Jerry Lee Lewis. Müssen wir vielleicht noch schnell netterweise verraten? Du musst dir den Schirm noch verschieben. Das ist der Jerry Lee Lewis. Ja, das war ein schlimmer Finger, der Jerry. Das, aus heutiger Sicht... aus heutiger Sicht ist das ja harmlos, aber ich glaube, für den war es eine rechte Bombe. Das Ding ist halt, ich habe eine CD gekauft. Ich weiß nicht, wann die CD ist aufgekommen, irgendwann in den 90er Jahren. Dann hat es ja noch etwas gekostet, oder, die CDs. 27 Franken oder so, bei einem City-Disc. Und dann bin ich mit dieser CD gekommen und mein Vater und mein Bruder haben gefunden, Mann, du gibst Geld aus für eine CD, was ist das? Das rund silbrig, das wird sich eh nie durchsetzen. So. Die haben auch gefunden, ich weiß nicht, Vinyl hat das längere Leben. Und ehrlich gesagt, aus heutiger Sicht stimmt es ja. Dein Papi war ja selber Musiker, hat Musik gemacht. Genau, aber ich habe ihn nie gehört spielen. Jetzt geht's ab. Ja, voll sehen. Jetzt haben wir extra für dich aus dem Archiv ausgegraben.
sie heigen. Das ist ja sozusagen, wenn man so den Hip-Hop-East-West-Coast-Vergleich dazu zieht, ist die Pop sozusagen der Gegner von Morimoto. Ja, also ich meine, das ist ja lustig, wie sogar für meine Generation gibt es echt Mona Chanson ist gleich Mani Matter, oder? Weil das ist das Einzige, wo Zyklopflag auf CD wieder rausgegeben. Und Mani Matter ist auch so sowohl unterhaltend für Kinder wie politisch. Es ist wie das Thema ist wie abgesteckt. Aber es hat in dieser Zeit viel mehr Leute noch gegeben, Chanson eingeschrieben. Und ich habe das alles auf Vinyl. Das ist so ein bisschen eine geheime Leidenschaft von mir, dass die Zyklopflag, die frühen Sachen. Und es hat so zwei Gruppen, gell? Die Troubadour und Trouvère. Und bei der Troubadour war Mani Matter dabei und bei der Trouvère dein Papi. Genau. Ist der Mani Matter überschätzt? Nein. Wenn man jetzt möchte, sehr analytisch sein, könnte man vielleicht sagen, Mani Matter ist nicht mehr unbedingt vielleicht zeitgerecht. Oder so, aber es ist ja keine Musik, die ist ja in der Zeit, in der sie entsteht, stimmt. Mani Matter ist, finde ich, unglaublich. Aber die Mischung von irgendwie Lieder, die für Kinder funktionieren und gleichzeitig sind sie politisch auch und hey, also nein, ich finde Mani Matter unglaublich, das ist super. Was sagt dein Papi zu dem Sound, den du heute mit Bonaparte machst? Cool, ich finde es cool. Also ich weiß, wo wir in Ritual gespielt in Bern, ist total lustig gewesen, weil meine Eltern zuhinterst gekocht mit dem Opernglas. Weil es vorne zu laut war, ganz hingekocht auf der Bahn mit dem Opernglas und geschaut. Nö, also ich finde das super. Das Lustige bei Bonaparte ist auch, für je nach Generation ist das die vielleicht ein Fellini-Film in dem, oder ich weiss es auch nicht. Also weißt du, in der Bühnenshow, es hat ja ein für alle etwas. Jetzt haben wir die Musik auf dem Zeitglockenverlag, also inklusive deinem Papi, der dich geprägt hat. Dann sind irgendwann deine beiden älteren Brüder gekommen. Der eine hat Rock gelost, der andere hat Hip-Hop gelost. Ja, ich glaube, am Anfang ist das mehr... Ist das, eben, man bekommt einfach und schaut ein bisschen ab. Und dann ist der erste Musikstil gekommen, den du für dich selber entdeckt hast, nämlich der Jazz. Ja, das ist wahrscheinlich nicht unbedingt das, was man denkt. Nein? Ja, ganz tief in mir. Ah, John Coltrane, jetzt geht's ab hier. Können wir das 50 Minuten laufen lassen? Solo geht der 50 Minuten. Was hat dich so fasziniert am Jazz? Ich weiß nicht, vielleicht in dieser Zeit. Ich rede ja nicht von Jazz heute unbedingt. In dieser Zeit ist vielleicht ein Aussenseitertum. Es ist eine Identifizierung mit der Musik. Also ich bin ja auch wirklich meine ganze Jugend umgereist, jeden Tag nach der Schule. Am Morgen früh und am letzten Zug auf Bern wieder in die Schule. Kaum ist die Schule ausgegangen, wieder irgendwo hergefahren, auf Genua oder auf Paris. Gehe irgendwelche Bands hören. Und ich glaube, das, was heute noch geblieben ist vom Jazz, ist der Umgang mit der Musik. Also ich finde, es hat die Spiele ein bisschen ins Grab fliegen. Und wir sind auch ein bisschen so. Es hat so einfach Leben mit dieser Musik. Es ist Teil von einem. Das Horn ist Verlängerung von deinem Körper. Also, du bist, und Bonaparte ist auch ein bisschen so. Du bist so von der Einstellung her ein verkappter Jazzer eigentlich. Ja, aber eher eine gewisse Zeitperiode nur. Haben wir das Zeitlimit erreicht? Ja. Oder gibt es jetzt etwas Warmes zu essen? Endlich. Jazz ist einfach nicht mein Thema. Nein, ich habe ein paar Tweets bekommen und Fragen oder besser gesagt Aussagen an Tobi. Jemand gesagt, ui, ist das der Bonaparte? Den hätte ich gar nicht erkannt. Ja, das ist ganz schlimm. Ich bin in Hollywood unbedingt mal zu einem Barber wollen. Nach der Tour ist immer alles lang, Haar, fettig und Bart. Und dann wollte ich zu einem Barbershop. Und der hat Sweeney Todd geheißen auf alles. Wie der Johnny Depp ja, Musical-Film? Du hast so wirklich so das Messer gesagt. Er hat wirklich Sweeney Todd geheißen. Und der Sweeney hat dann mir rasiert. Als ich dann immer gesehen habe, gemerkt, dass alles, was ich mache, ist so 40er Jahre Männerscheife. Nee. Und ich habe blöderweise gesagt, du doch oben an. Und das heisst halt, in den 40er Jahren lange Haare sind einfach alles abrasiert. Jetzt ist es sehr unangenehm. Unangenehm? Für mich schon. Ja, ich habe gerne so einen Vorhang, den ich im Notfall ziehe. Ja, das gibt es da nicht. Kein Vorhang, kein Netz, kein doppelter Boden. Wir haben noch eine weitere Frage. Du bist ja so ein bisschen der Berner in Berner. Berlin. Warum bist du auf Berlin? Ja, ich nicht auf Berlin, weil ich in Barcelona gelebt. Aber in Berlin hat es eine Bar gegeben, also eine Bar, ein Gelände am Fluss. Kontaminiert den Boden und auch alle Leute, die dort waren, waren kontaminiert wegen anderen Substanzen. Das hat ein paar 25 Gäste und ich bin dort für einen Gig zu spielen. Und wie es so geht im Leben, sind jetzt 6 Jahre draus. Genau, bin ich hängen geblieben. Es sind jetzt fast 6 Jahre geworden und die Bar geht leider nicht mehr. Lustigerweise ist nächste Woche wird der Film
was es jetzt da gibt, über die Ware released. Und die Kinos. Genau. Ja, dann bin ich abgeblieben. Dann bin ich noch einmal zurück auf Spanien. Das ist auch eine lustige Geschichte, aber die würde den Rahmen hier sprengen und ist vor allem nicht jugendfreundlich. Ich würde sagen, wir in Berlin bleiben und auch bei musikalischen Freundschaften, die du in Berlin geschlossen hast. Es gibt ja fast nichts anderes in Berlin als Musik. Ah, ja. Der Moritz war für mich ist einer der ersten, die ich kennengelernt habe in Berlin. Und ist für mich einer der talentiertesten Produzenten, die es gibt. Hat lustigerweise, zum Glück, jetzt irgendwie, kennt man noch ein bisschen, weil Mode Selector ihn rausgegeben hat auf Monkey Town. Aber er hat jahrelang Zeug produziert und man hat mich nicht so kennt. Ah, der Hausi, das ist der Patenonkel von meiner Tochter. Der Hausi. Ja, Hausmeister, Hausi, oder? Kannst du nicht mehr sagen, du Hausmeister, sagst halt Hausi. Ja, ja, ja. Passt doch, das ist ein Spiel. Ja, und wir haben uns in Austin getroffen vor ein paar Wochen. Wir schauen immer, er ist schon sehr viel unterwegs auf Tournee, und wir schauen immer, dass wir es irgendwo sehen können. Ja, Mode Selector, berühmtes Trompetenduo. Ludovirus nur gewusst, dass sie. Genau, kann man auch alles nachher. Klassische Trompetenkarriere. Ja, eindeutig vom spannenderen Techno im Moment. Und sie haben ja einige Remixe gemacht. Oder wir haben auf dem letzten Album einen Song zusammen gemacht. Und ja, auch die Leute, die Virus schauen, wissen, dass es auf dem letzten Album von ihnen auch einen Song hat, sollen geben mit Bonaparte. Um das noch richtig zu stellen hier. Genau, hat dir irgendeinen Kaffeekäse erzählt. Hast du amix Heimweh, wenn du in Berlin bist? Ja, das ist ein schwieriges Thema. Ich habe immer Heimweh nach irgendwo. Aber ich habe Heimweh nach Hawaii, wo ich noch gar nicht gesehen habe. Hawaii-Weh auch mehr. Und Bern unbedingt, klar. Aber sogar Zürich schon, das ist immer toll. Was vermisst du denn an der Schweiz jetzt neben dem Gruyère Käse? Am Ende vom Tag, dort, wo du aufgewachsen bist, also die Sprache, das ist egal, wo ich bin. Also, wir haben lustigerweise unsere Band sogar eingeführt. Es gibt Leute, die reden Banddeutsch. Obwohl sie, wie es ist, zum Beispiel, wo Deutsch-Mexikaner ist, dann kann man perfektes Banddeutsch mittlerweile. Wir müssen uns auch aufzwingen, den Leuten, damit man so ein bisschen das Gefühl von Heimat noch hat im Bus. Das ist ja wirklich lustig, wenn man dich mal erlebt hat, Backstage mit deiner riesen Truppe. Da wird, du hast wechselst, es erlebt, du hast so ein Stück Hass. Ja, das können wir dann nehmen. Das können wir das vielleicht mal einblenden? Das war ein guter Teaser. Wir haben noch brandheißes Material. Ja, ist ja gut. Yeah. Nein, eben, du wechselst im Prinzip in einem Satz zwischen Spanisch, Italienisch, Französisch, Deutsch, Englisch, ja, hin und her. Es gibt nicht wirklich einen gemeinsamen Nenner. Was ist denn Heimat für dich, wenn du jetzt mal ortsunabhängig machst? Ich glaube schon. Also, ich will nicht sagen, dass ich immer noch eine gehetzte Seele bin, aber für mich ist Musik machen und Menschen, also mit meiner Familie, meine Band, Musik machen. Das ist echt, was wir machen. Wir reisen um und wir sind zusammen. Und das ist für mich echt. Das ist echt ein ortsunabhängig. Und Heimat ist nicht etwas anderes. Heimat wird immer Schweiz und Bern sein. Da kannst du machen, was du willst. Kannst du mit Bein amputieren und die Zunge ausschneiden. Heimat ist immer Schweiz und Bern. Und Bonaparte ist dort auch irgendwie eine Schweizer Band. Weißt du, also, dann gehen wir doch dort hin. Geht Zunge ausschneiden? Bern. Nein, nicht die Zunge ausschneiden. Oh. Auf Bern. Die keine Ahnung, in Bern. Damit wir auch mal sehen, wie das aussieht, wenn du mit deiner Riesentruppe auf der Bühne stehst. Wir haben nämlich unseren Aussenkorrespondent, den Robin Rehmann, auf Bern geschickt. Das ist sicher ein Fake-Name, Robin Rehmann. Mit dir sozusagen, der heisst so, im Handgepäck, du dabei mit deiner Show. Wir machen die Probe aufs Exempel. Bewaffnet mit einem Tablet-Computer konfrontieren wir die Leute hier vor dem Bundeshaus in Bern, wie ihnen die Show von Bonaparte denn so gefällt. Geht sie etwa ein bisschen zu weit? Oder ist es genau geil? Mal schauen. Wie gefällt es dir bis jetzt? Wie es mir gefällt? Ja? Nicht so mit Geschmack. Das ist natürlich nicht mehr für unsere Generation, das muss man sehen. Das ist jetzt eine Touristengruppe aus Spanien, die zum ersten Mal den Tobias Jund bei Bonaparte sehen. Ich frage mal, wie sie es so mögen. Also Spanisch kann ich nicht so gut, aber auf Englisch. How do you like it? We like it very much. Very much. Would you watch a show like this in Spain? Yes. What do you like
the most of it? It's very energetic and there's a lot of people. It's a little bit strange also. Definitiv nicht mein Stil. Tut mir leid. Was gefällt Ihnen denn nicht so daran? Alles zusammen. Also es geht sicher recht ab, der Ausgang ist sicher cool, aber ich bin eher so jemand, der gerne noch ein bisschen Texte hat, der ein bisschen etwas nachdenkt oder etwas, was mich ein bisschen abholt. So ein bisschen Reggae nach einem strengen Arbeitstag. So etwas ganz anderes. Tobi, was musst du machen? Mach mal ein bisschen Reggae. Durchzogen, Reggae. Sagen wir mal, hier in Bern. Deine Musik und deine Show kommt, naja, ganz okay an. Vor allem bei den heißblütigen Spanierinnen oder in Mexiko hat dein Sound können berühren. Jetzt nimmt es mir aber Wunder, wie ist deine Musik und deine Show bei den Brüden Amerikaner angekommen? Aha. Wie war es? Spannend. Also lustigerweise, zum ersten muss ich sagen, ich finde den Beitrag super. Ich glaube, am Ende ist dort die Antwort drin, warum ich nicht mehr zu Bern so oft bin. Schon mehr eben wegen dem Herz und der Heimat. Aber ich glaube, die Musik, die ich halt mache, ja. Die muss in die Welt raus. Zum Beispiel eben auf Amerika. Und man sagt ja so schön, wenn man es in New York geschafft hat, dann kann man es überall schaffen. Ihr seid in New York mit Bonaparte und Virus ist euch genau dort besuchen. Listen, I told you, man. One more. Yeah. Just like that. Use that in your project. This is just our first time that we've been here with Bonaparte. I've performed Silk. Sorry, I have to get a new bird. One second. I've performed here before solo, but not like with Bonaparte before. So we're gonna see. I met you at the farmer's market. Die Schwierigkeit an dieser Venue ist, Mercury Lounge, dass der Backstage unter ist und man dort Leute muss auf die Bühne. Also es hat wie, Backstage ist echt falsch. Es ist eher anstatt Backstage ein anderer Club. Es ist so ein bisschen schwierig. Things automated. Organic is overrated. Bunch of people dressed up, really awesome, crazy, like disco Halloween, lots of glitter, some tits, some cool stuff. Like it was pretty cool. Da fliegen die Brüste umeinander und Menschen und Kreaturen. Ja, das ist genau von wo das ist. Zeige geile Show! Vom neuen Film hat er die genau die Brust. Habe ich nämlich editiert, den Huren Film. Und, kenne ich genau. Was viele nicht wissen, ist, dass Annick neben uns mal Teil von deiner Show war. Bring jetzt mal den stinkigen Hase. Bring jetzt mal den stinkigen Hase. Annick war der Hase beim Bonaparte auf der Bühne. Das Video findet ihr auf YouTube. Und wir schauen mal schnell rein. Ja. Der Hase im Sandwich. Das, ja, schau, der Hase im Sandwich. Hey, aber Annick, sind wir ehrlich, das ist ein Moment, wo du noch heute dran denkst. Ja, und vor allem, seitdem habe ich massiv Respekt für Menschen, die so Shows machen. Weil es sieht immer so nach locker, lässig, lustig und einfach aus. Und es ist sau anstrengend. Ich habe, glaube ich, selten in den letzten 10 Jahren so viel Sport gemacht. Die Frucht ist einfach, je mehr du es machst, man hat das Gefühl, je müder sollte man werden, aber irgendwie. Ich weiß nicht, man ist so in dieser Blase drin. Übrigens, wie das aussieht, das YouTube-Video mit Annick als Hass poste ich jetzt gerade auf virus.ch. Dort findet das Ganze. Ja, total interaktiv, modern. Total modern, ja. Darf ich jetzt auch noch etwas schreiben? Gerade schon online. Willst du auch noch etwas schreiben? Ja. Nein, mit dir können wir zu etwas anderem, Tobi. Meine Katze, die haben auch so Facebook. Bei einer ausgefallenen Performance, Tobi, sind wir genau richtig. Wir performen nämlich am Schluss von Virus mit unseren Gästen immer einen Song. Und zwar genau in einem Stil, etwas, wo man sie sonst gar nicht so zu sehen bekommt. Ich muss auf die Toilette gerade. Nein, wir bleiben also noch schnell da. Ja, glaube gut im Fall. Zwar machen wir mit dir einen Rap, Tobi. Drop it like it's hot, drop it like it's hot. When the pigs try to get at you, park it like it's hot, park it like it's hot, park it like it's hot.
Get an attitude. Pop it like it's hot. Pop it like it's hot. Optisch ausgewählt, du hast es richtig gesehen. Nein, wir haben gehört, dass du von dir behauptest, respektive ich habe dich mal verwünscht, dass du gefunden hast, du hast extrem viel Flow mit deinem Sprechgesang. Ja, man darf mir nie fragen per E-Mail, wie du irgendeinen Scheiss dran kannst. Das habe ich jetzt erfahren. Ja, gut. Und mit deinem Flow lassen wir jetzt die Sendung ausklingen. Wir hätten gerne den Beat, Danik und ich rappen und schnalzen natürlich mit, wie es sich gehört bei dem Song. When the pimp's in the grip mod, drop it like it's hot, drop it like it's hot, drop it like it's hot. When the pigs try to get a job, she bark it like it's hot, bark it like it's hot, bark it like it's hot. If a nigga get the attitude, pop it like it's hot, pop it like it's hot, pop it like it's hot. I got the rollie on my arm and I'm pouring Chandon, and I roll the best weed cause I got it going on. I'm a gangster, but y'all knew that, the big boss dog, yeah, I had to do that. Keep a blue flag hanging on her backside, only on the left side. Yeah, that's a grip side. Ain't no other way to play the game the way I play. Cut so much you thought I was a DJ. B-O-N-A-P-A-R-T-E-E-E. It's at the synthesizer call, girl. When the pimp's in the grip, ma, drop it like it's hot. Drop it like it's hot. Drop it like it's hot, when the pigs try to get at you. Park it like it's hot. Tobias Jontovona Party wie Virus, jetzt noch im Fernsehen. Gerade nachher im Radio auf DRS Virus. Und da Phase 2 geht es weiter mit Technikwelten. Wir sehen uns wieder nächsten Freitag am 7. oder immer auf virus.ch. Tschüss zusammen und schönes Wochenende. Worst Song ever! Wir sind auf der Suche nach dem schlechtesten Song, der jemals geschrieben worden ist. Martina, welcher ist das? Das ist definitiv Barbie Girl von Aqua. Nein, der ist doch gut. Der ist sehr schrecklich. Aber kannst du ihn singen? Leider nicht. I'm a Barbie Girl in my Barbie World. Genau. Imagination, life is your creation. You can dress my... Nein, you can brush my hair. Ah, das ist noch besser als ich. Brush my hair. And dress me. No, touch me everywhere. Hey, look, du kannst wirklich den Text auswählen. Ja, nicht. Du bist aber eigentlich ein Fan von dem Song. Nein, gar nicht. Oh mein Gott. Girl, in my Barbie World. Genau. Ja, ich muss gehen.